Merci vielmal. Kann ich Schweizerdeutsch reden? Ah, danke vielmal. Ich würde sonst Hochdeutsch sprechen, aber dann würden Sie erstaunt sein, wie gut Sie Hochdeutsch Schweizerdeutsch verstehen. Also, mein Name ist Martin Ott. Ich mache mit Ihnen ein Beziehungsseminar. Jetzt am Schluss. Und ich möchte da gerne ein paar Vorbemerkungen machen, bevor wir anfangen. Erste Vorbemerkung. Ich bin nicht unbedingt Sativa, sondern mein eigentlicher Beruf seit 3 Jahren ist Leiter von einer landwirtschaftlichen Schule, die wir selber gegründet haben und wo wir heute etwa mit 50 Studenten probieren, aufgrund von Beziehungsarbeit Landwirtschaft zu betreiben. Das habe nicht ich ausgedacht, sondern das haben meine Studenten so wollen. Weil sie wegen dem mit Landwirtschaft gehen. Nur wegen dem. Zweite Vorbemerkung. Es hat mich sehr gefreut, zu Gastronomen zu kommen, weil ich schon lange weiss, dass Gastronomie und Landwirtschaft sehr miteinander verbunden ist. Und zwar in dem, dass man sich auf Gedeih und Verderb am Leben ausliefert. Und zwar am Leben ausliefert, wie es eben stattfindet, am täglichen Essen. Und dass man das immer mehr eigentlich so als Zuschauer macht. Oder so. Ich sage, also der Endpunkt ist ja zum Beispiel der Mikrobiologe, oder, der mit in einem Schutzanzug mit Händchen in der Natur etwas macht. Und selber sich muss vor allen Gefahren, die da dabei sind, schützen. Und sie stehen am Kochtopf und wir im Stall. Und das hat eine wahnsinnige Ursprünglichkeit. Und wir leben von dem. Das ist verglichen mit dem, was da im Labor etwas macht, ist das wie ins Labor reingumpen und mit den Bakterien mitschwimmen. Füdliblut. Und das sind eigentlich nur Gastronomen und Bauern in der Lage. Und darum denke ich, sind wir die, die eigentlich der Gesellschaft das Leben erklären müssen, die sich im Essen ausdrückt. Ich erwarte von den Ärzten, dass sie uns Gesundheit und Krankheit erklären. Ich erwarte von den Lehrern, dass sie uns die Jugend erklären und Erziehung. Und ich erwarte von den Bauern und den Gastronomen, dass sie uns das Leben erklären. Weil die Gesellschaft wartet darum, weil sie die Beziehung verloren hat. Dritte Vorbemerkung. Ich habe, wenn Sie mehr wissen wollen von dem, was ich erzählt habe, habe ich da aussen 3 Bücher. Das eine heisst Bienen verstehen, das andere heisst Kühe verstehen und eins heisst Zwischen den Blatträndern, jenseits der Blattränder. Und da geht es darum, viele Sachen, wenn Sie das interessiert, was ich Ihnen erzähle, können Sie dort weiterlesen. Sie können, ich wäre auch sehr froh, wenn Sie die Bücher einfach kaufen, auch wenn Sie es nicht lesen. Sie können sie dann eingepackt lassen. Sie können sie dann eingepackt lassen. Es hat so ein Plastikding drüber und da kann man zum Beispiel eine Pizza aufbetteln oder so. Da können Sie auch ein paar mitnehmen. Also ich wäre sehr froh. Sie verkaufen sich sehr schlecht. Und darum wäre es gut. Vielleicht kommen Sie ja nach meinem Vortrag irgendwie so dazu, aus Bedauern, das zu kaufen. Ich fange an. Ich will Ihnen einfach erzählen von einer ganz bahnbrechenden Entdeckung, die in den letzten Jahren, Sie haben es vielleicht auch gehört, es ist so, dass es einen Teil vom Yellowstone Park gibt, wo man wieder hat probiert, Wildnis einzuführen. Und in dem Teil vom Yellowstone Park hat man so vor 40, 50 Jahren, das ist so ein grosses Gebiet wie der Kanton Zürich, hat man wieder geschaut, dass alle die ursprüngliche Fauna und Flora wieder dort war. Man hat dort wieder Bisons drin und man hat vor 20 Jahren zum Schluss dann auch noch den Wolf drin. Und man hat mit amerikanischer Statistik, Sie wissen ja, die Amerikaner machen unheimlich viel gute Statistiken. Sie tun nämlich zum Beispiel ein Eishockeyspiel statistisch aufschlüsseln. Da können Sie sofort immer schauen, wie viel mal der Böck nach links und wie viel mal nach rechts geflogen ist und so weiter. Also auf jeden Fall haben Sie mit dieser akribischen amerikanischen Statistik, haben Sie schaut, was passiert in der Wildnis, wenn der Wolf wiederkommt. Und sie haben wissenschaftlich erwiesen, herausgefunden, heben sie sich fest, dass wenn der Wolf nach 20 Jahren in der Gegend ist, dann fließt der Fluss anders. Ich sage es nochmal. Weil der Wolf in der Gegend ist, fließt der Fluss anders. Was ist passiert? Folgendes. Der Wolf hat angefangen, auf den Bison zu drücken.
Das heisst, er hat dann täglich oder wöchentlich oder jährlich, je nachdem, hat er ihn unter Druck gesetzt. Das hat bei den Bison dazu geführt, dass sie nicht mehr so lange am gleichen Ort gefressen haben. Durch das der Bison nicht mehr so lange am gleichen Ort gefressen hat, hat er nicht so runtergefressen und am gleichen Ort gefressen und am anderen Ort nicht, sondern hat diverser gefressen. Durch das haben mehr Pflanzen eine Chance gehabt, sich zu versamen. Und es hat eine grössere Diversität bei den Pflanzen gegeben. Kennt man übrigens schon genau den Effekt bei den Galanda-Wölfen im Chur in der Nähe, weiss man bereits. Es ist aber weitergegangen. Jetzt hat es durch das, es mehr Pflanzen gegeben, hat es mehr Insekten gegeben, ist ja klar. Weil es diverser Insekten, weil es gibt ganz viele Insekten, die pflanzengebunden sind, die ganz eine bestimmte Pflanze brauchen. Es gibt also, bei den Insekten gibt es auch Generalisten, die alles kochen können. Und es gibt derjenige, die nur ganz etwas ganz gut machen können. Und das heisst, es hat mehr Insekten gegeben. Weil es mehr Insekten gegeben hat, hat es mehr Vögel gegeben. Weil es mehr Vögel gegeben hat, hat es mehr Bodenbrüter gegeben. Weil es mehr Bodenbrüter gegeben hat, hat es mehr Kleinsäuger gegeben, die von den Eiern leben am Boden, von denen, die die Eier am Boden legen. Und weil es mehr Kleinsäuger gegeben hat, ist der Biber unter Druck gekommen, weil der Kleinsäuger der einzige ist, der innen ein bisschen bedroht ist im Bau. Und darum hat der Biber ab und zu müssen anders seinen Bau verschieben. Und durch das hat der Fluss anders meandriert. Es ist weitergegangen. Durch das es mehr Kiesbett gegeben hat, weil der Fluss anders meandriert hat, hat es mehr Fische gegeben, die mehr haben können in die Kiesbett hinein, in ihr Laich legen. Und es hat mehr Fische gegeben im Wasser, weil der Wolf war. Sehen Sie, das ist Natur. Und jetzt spektakulär, oder? Und wir haben ja gerne so Herrenmenschen oder Herrentiere. Und das ist dann der Wolf und dann kommen wir an diesen Punkt. Aber ich kann Ihnen sagen, ich könnte Ihnen die gleiche Geschichte bei irgendeinem Bodenbakterium anfangen und wäre wieder beim Wolf. Das heisst, die Ökologie ist eine Art ein Gesamtwunderwerk von vielen, vielen Milliarden von Vorgängen, die Sie sich vorstellen, wie ein Sternenhimmel, wo Sie Milliarden von verschiedensten Fixsternen haben und zugleich alles miteinander in Beziehung steht. Von dem können wir nur irgendwie stehen und sagen, boah. So. Und jetzt ist natürlich die Frage, was ist ein Mensch seine Aufgabe in dem Ganzen? Weil ich wollte ja mit Ihnen dorthin kommen, um zu fragen, was für eine Beziehung wollen Sie zum Leben haben. Was ist ein Mensch seine Aufgabe? Was ist denn der Unterschied zwischen Mensch und Tier? Und da gibt es ja unheimlich spannende Sachen, wie zum Beispiel, wenn man jetzt mal bei Mensch und Tier bleibt und Mensch und Pflanzen mal noch vorlässt. Ich komme dann auch noch dorthin, weil wir haben ja beim Kochen vor allem auch mit Pflanzen zu tun. Aber wenn Sie mal mit Mensch und Tier anschauen, dann sehen Sie einfach einen grossen Unterschied. Der hat für geschaffen, wunderbar, die Frau, die heisst Temple Grandin, das ist eine Autistin, sie ist selber also Neuroprofessorin, ist Amerikanerin und ist Autistin zugleich. Autisten kennen Sie vielleicht, das sind Menschen, die eigentlich keine Hülle haben. Also das sind Menschen, die Schutz brauchen, weil sie immer das Gefühl haben, die ganze Umwelt, also der ganze Wolf und der Bison und alles, wäre innen drin. Und darum reagieren sie dann sehr überempfindlich auf alles. Und die Temple Grandin, die hat sich einen Apparat gebaut, dass sie auf einem Sofa mit einer hydraulischen Matratze 2-3 Stunden pro Tag gedrückt wird, die sie selber einstellen kann. Durch das spürt sie ihre Haut wahnsinnig gut und kann dann einen halben Tag Vorlesungen machen, muss aber dann wieder in den hinteren Raum unter den Apparat. Und so kann sie mit ihrem Autismus leben. Also eine Frau, die ein bisschen weiss, von was sie versteht. Und sie beschreibt in ihrem Buch, dass sie eigentlich sieht, wie eine glückliche Kuh. Sie wird heute gerufen in allen amerikanischen Schlachthöfen, wenn es irgendwo Orte gibt, wo die Kühe nicht weiterlaufen, weil sie dann auf allen Vieren durch den Treibgang durchgeht und sagt, das und das und das stört mich. Sie ein bisschen gut die Frequenz dort an dem Ventilator abstellen, weil als Kuh habe ich ganz eine andere Art von Frequenzwahrnehmung. Ich nehme zum Beispiel 50 Hertz als Anlöschen und Ablöschen wahr und sehe nicht einfach hin, habe darum Angst und dann ändert man das. Und das ist zum Beispiel eine von diesen Arbeiten, die sie macht. Unheimlich spannendes Buch geschrieben. Ich nehme wahr wie eine glückliche Kuh. Und sie hat eigentlich Folgendes gesagt. Sie hat gesagt, der Unterschied zwischen Tier und Mensch ist der,
dass der Mensch ein bisschen auswählen kann, was er wahrnimmt. Und das Tier nicht. Verstehen Sie? Also Sie können ein bisschen auswählen. Anders gesagt, der Konrad Lorenz hat gesagt, das Tier ist vollständig vom Muster abhängig. Muster. Und Sie kennen vielleicht den ganz bekannten Versuch von Konrad Lorenz, der grosse Verhaltensforscher über Gänse und Tiere, der gesagt hat, also der hat über einem Gänsehof, wo da unten Gänse waren und da gespielt haben miteinander, so hat er ein Kreuz gezogen. Und wenn er es so gezogen hat, an 4 Meter Höhe, ein quietschendes Kreuz an Träht. Jeder Mensch hat gesagt, du spinnst eigentlich so ein Kreuz da oben, das da zieht, was soll das? Wahrscheinlich auch schon bei 3-jährig, oder? Aber die Gänse haben in dem Moment, wo das Kreuz so durchgezogen worden ist, haben die Gänse, hat der Ganter den Kopf gestreckt, einen Alarmruf losgelassen. Seine Frauen oder Partnerinnen, die er zuständig war, haben sich ein bisschen in der Nähe von ihm versammelt. Und er hat sich aufgestreckt und gesagt, hallo, ich bin der Chef, komm, ihr habt keine Angst haben. Wenn man sie so durchgezogen hat, hat der Ganter den Kopf gestreckt, Freude, angefangen mit seinen Flügeln zu schlagen, gegen den Himmel aufgeschaut und hat angefangen Freude Zeichen zu zeigen. Einmal, zweimal, dreimal, zehnmal, jedes Mal. Was ist passiert? Das Tier nimmt in dem alten, holzigen Kreuz, 5 Meter über dem Boden, 3 Meter gross, quietschendes Kreuz, nimmt es da den Umriss von einem Raubvogel war, oder? Mit dem Schwanz hinten und dem kurzen Kopf vorne. Und auf der anderen Seite der Umriss von einer fliegenden Gans mit dem langen Hals, dem kleinen Schwanz und den Flügeln. Hören Sie? Und dann wird vor Freude gehabt. Jedes Mal. Das heisst, es ist beim Tier niemand da, der sagt, halt, das ist ein Kreuz. Dreimal hast du mich nicht geliked, das vierte Mal leist du mich nicht. Darum funktioniert das System mit dem Wolf und dem Bison, verstehen Sie? Weil sich alle an ihre Muster halten. Wir gehen mit unserem Bewusstsein da rein und sagen, oh, ist ja furchtbar, der Wolf. Ich hatte zum Beispiel schon eine Mitarbeiterin gehabt, die hat dann meine Katze auf dem Bauernhof, hat sie dann die Vögel weggerissen und gesagt, nein, nein, du darfst kein Vögel töten, oder? Und die Katze ist halt eben nicht so. Und wenn sie die Katze das Muster sieht, dann jagt sie. In der Zwischenzeit hat man herausgefunden, einfach zur Beruhigung, dass wenn der Löwe Gazelle an der Gurgel hat, dass dann Gazelle einen Herzstillstand macht und Harmoniehormone ausscheidet und Auge in Auge mit dem Löwe mit Glücksgefühl stirbt. Also die Vorstellung, die Natur ist da so wüst und dann ist irgendwo da ein Todesfolter und da wird geredet und ich weiss nicht was und so, stimmt gar nicht. Das System, das da miteinander stimmt, dass der Wolf Verantwortung übernimmt über einen Rinderherd, über eine Bisonherde von einem gewissen Gebiet, bis die Verantwortung zu den Fischen im Wasser, die ist auch hormonell mit Glückshormonen mitgesteuert. Ist ja klar. Die Evolution hat doch nicht 1 Milliarde lang irgendwie, weiss nicht was, veranstaltet. Würde nicht gehen. So, und jetzt kann man sich wirklich fragen, was ist jetzt unsere? Was ist jetzt unsere Aufgabe? Was ist Ihre Aufgabe als Koch, als Gastronom, als Mensch, der die Natur den anderen Menschen zur Konsum schenkt? Und was ist denn das, was der Mensch ausmacht? Oder? Und ich habe ja gesagt, das ist das, dass wir einen kurzen Moment uns fragen können, was machen wir eigentlich? Und das empfinden wir als unsere Persönlichkeit. Der das fragt. Wir meinen ja alle, wir sind überhaupt nicht gesteuert. Wir sind nicht das Produkt von unseren Eltern. Die haben uns zwar ein bisschen bemustert und so, und die dürfen da auch ein bisschen mitreden. Und man ist sogar stolz, ja, das habe ich vom Vater und das habe ich von der Mutter und so. Aber ich habe es selber zusammengesetzt und ich weiß doch nicht was. Und ich habe auch noch etwas Eigenes entwickelt, hoffentlich so. Also das heisst, die Frage ist ja, hat es dort überhaupt einen Zwischenraum zwischen
der Bemusterung als Tier und dem Gefühl des Menschen, ich kann frei machen, was ich will. Und wahrscheinlich hat der Mensch in dem Moment, wo er das Feuer reingenommen hat und gesagt hat, ich will jetzt nicht gleich warm wie draussen, sondern ich will jetzt einfach ein bisschen wärmer. Das hat ihn ja niemand bemustert, ausser er hat es aus dem Bienen abgeschaut. Oder? Wo auch so einen schönen, warmen Bau macht oder so. Aber er hat angefangen. Und irgendwie der Endpunkt ist zum Beispiel im letzten Jahrhundert ein Atomkraftwerk gebaut und dann nach 20 Jahren sagt, oh, Scheiße, was machen wir mit dem Abfall? Oder? Und eine Million Jahre lang weiss niemand, woher mit dem Zeug. Oder? Also es ist absolut draussen. Also jede hat sich völlig zu diesen Mustern, ich glaube nicht, dass es ein Muster war, einen Abfall zu produzieren, wo niemand mehr weiss, woher. Also eins, das zu dem Wolf-Geschichte passt. Oder? Verstehen? So. Und jetzt gibt es ja die ganz spannende Sache, zum Fragen, ja, sind wir dann wirklich so frei, wie wir denken? Oder müssen wir uns das zuerst erwerben? Und ich gehe halt davon aus, dass man sich zuerst erwerben muss. Und das ist Mensch. Ich mache mit Ihnen ein kurzes Experiment. Das ist auch von der Temple Grandin in diesem Buch. Ich tue Ihnen einen Satz daher, habe ich da vorbereitet. Ich muss jetzt schauen, auf welcher Seite. Und Sie lesen den schnell lesen für sich. Und dann tun ihn wieder weg. Was ist gestanden? Genau. Lieber ein Spatz in der Hand und eine Taube auf dem Dach. Ein grosser Teil von Ihnen hat nicht gesehen, dass zweimal und gestanden ist. Ich bin fast überzeugt. Ich habe es jetzt auch ganz schnell gesagt, vielleicht haben Sie es nicht einmal gehört. Lieber ein Spatz in der Hand und eine Taube auf dem Dach ist gestanden. Ich habe jetzt da einen verwünscht, der sehr achtsam ist, oder? Lieber ein Spatz in der Hand und eine Taube auf dem Dach. Und viele von Ihnen, ich bin fast sicher, haben eins von diesen «und» unterschlagen. Welches haben Sie unterschlagen? Das erste von der dritten Linie oder das letzte von der zweiten? Das erste von der dritten Linie unterschlagen. Das heisst, Sie haben es natürlich selbstverständlich gesehen, aber Sie haben es nicht zugelassen. Also dass der Zensor, der Ihnen gesagt hat, es gibt nur eins «und», war schneller als Ihr Bewusstsein. Merken Sie den Trick? Das ist doch wahnsinnig. Sie haben nicht Taube unterschlagen und nicht Dach. Sondern es gibt nicht zwei und, also liest man da weiter. Das gibt es nicht. Es ist da leer gewesen, das Blatt war leer gewesen. Unterschlagen. Das kann nur der Mensch. Ein Tier würde das nie machen. Ein Tier würde nie sich die Freiheit nehmen, seine Wahrnehmungen zu verfälschen, weil sie dann ein Problem hat. Wir haben uns das leisten können. Das ist zum Beispiel der Grund, warum wir lesen können. Das ist der Grund, warum wir komplexe Zusammenhänge sehen können. Lesen können Sie nur, wenn Sie Buchstaben vergessen. Zum Buchstaben vergessen müssen Sie Buchstaben eigentlich aufhören zu sehen. Und alle, die Legasthenie haben und nicht haben gelernt lesen wegen dem, die wissen, das ist die grosse Frage, wie vergisst sich das Buchstabieren, um zum Lesen zu kommen. Das ist Mensch. So. Das heisst, das ist einmal das eine. Ein Tier ist nicht fähig, einen Zwischenraum zu bilden, sondern sie ist direkt abhängig von der Umgebung und mir nicht. Das ist eine Banalität, aber in ihrer Ganzheit eigentlich grandios. Jetzt kommt etwas Zweites aus dem Lebendigen. Wenn Sie ein bisschen auf das Leben anschauen, und zwar nicht nur als Bauer, sondern als Mensch, der zum Beispiel zuständig ist für soziale Fragen, oder als Mann, als Lehrer, wie ich auch mal war, dann gibt es einen Effekt in der Natur, den ich Ihnen gerne vorstellen möchte, der ganz entscheidend ist. Den können Sie auch sehr gut brauchen in Ihrem Beruf. Und das ist der Lennon-McCartney-Effekt. Lennon-McCartney. Sie kennen den Paul McCartney und den John Lennon, oder? John Lennon, so ein zynischer Musiker mit einem grossen Mutterproblem. Und hat so, als er allein war,
etwa 3-4 gute Lieder gemacht. Etwa 3, wo er auf die Okono verliebt war. Und dann noch Imagine. Und wo wirklich die Welt bewegt. Der Paul McCartney, ein süßlicher Musiker aus gutem Haus, ohne Mutterproblem. Der Lennon hat ihn immer ein bisschen ausgelacht, weil er so aus intaktem Verhältnis kommt. Er spürt die Tiefe vom Leben nicht. Und hat so ein Softie, hat auch etwa so 10 Lieder gemacht, allein dann später. Zusammen haben sie 7 Jahre als Lennon McCartney 400-500 Lieder geschrieben, die wahrscheinlich in 200 Jahren die Leute noch zum Bewegen bringen. Was ich damit sagen will, ist der Ausdruck von einer ganzen Generation, wo ich zum Beispiel dazugehöre. 1 und 1 gibt mehr als 2. Richtig, 1 und 1 gibt mehr als 2. Und wir sind ja damals, so in den 70er Jahren, wo wir gemerkt haben, Lennon McCartney, haben wir Gitarre genommen und sind in den Keller runter und mit unseren Kollegen und haben gespielt und haben gewartet, das käme ja auch, oder? Das ist halt dann nicht gekommen. Es war dann vielleicht Müller-Winkel-Rieder oder so und das ist halt, hat dann nicht Lennon McCartney gesehen. Das heisst aber, man kann auch sagen, das Ganze ist mehr als die Summe der einzelnen Teile. Oder? Und das ist ja in der Ökologie auch so. Das Ganze ist mehr als die Summe. Das heisst, wir haben einen Mehrwert. Wir haben 1. Unter bestimmten Bedingungen haben wir 1 + 1 gibt 2 hoch 3, sage ich jetzt mal. Jetzt schauen wir in die Natur. Oder? Und da sehen Sie zum Beispiel, 1 und 1 können zum Beispiel sein, ein Waldrand. Sie haben hier Wald. Und sie haben hier Feld. Und sie haben normalerweise hier so einen Waldrand, oder? Weil da ist das Waldgesetz. Seit etwa 170 Jahren haben sie in der Schweiz ein Waldgesetz. Das sagt, der Bauer, du darfst keinen Meter in meinen Wald hineinkommen. Und der Bauer hat wahnsinnig Angst um jeden Baum, der nur einen Meter in seinen Wald hineinwächst und tut schön ein bisschen immer dran herpflanzt. Haben sie so. Wenn sie jetzt von der Natur her schauen, haben sie da etwa 7 Vogelarten, die hier leben. Sie haben hier den Zilbsalp, sie haben das Wintergoldhähnchen, sie haben das Sommergoldhähnchen, sie haben vielleicht das Tannenmeisli. Sie haben ein paar Sachen, die einfach im Wald hinein sind. Und sie haben auf der anderen Seite da auch etwa 7 Vogelarten. Sie haben hier die Goldammer auf der Weite. Sie haben vielleicht ein paar Raubvögel, sie haben vielleicht Schwalben, wenn sie in der Nähe sind, vielleicht Lerchen, die am Boden brüten und so weiter. Spannend ist ja, einfach noch ein Kapitel auf, dass die Vögel ja nicht einfach irgendwie singen, sondern die singen eigentlich ihren Lebensraum. Die singen ihren Lebensraum. Die bemustern ihren Lebensraum. Also eine Tannenmeise und ein Wintergoldhähnchen, die tun beide zu oberst in der Tanne wohnen. Dort, wo die Nadeln der Tanne ganz spitzig zusammengezogen sind. Wie tönt ganz spitzig zusammengezogen? Pss, pss, pss. So tönen beide. 2 völlig verschiedene Vogelfamilien tönen so. Wie tönt das Ried? So tönt. Da tönt der Rohrsänger, der im Schilf brütet. Wie tönt die Weite? Zum Beispiel so. Das ist die Weite. Das ist die Goldammer. Das ist die Weite. Das heisst, wir haben also hier die Weitvögel, die Weitevögel, und sie haben hier zum Beispiel Tannenvögel. Wenn sie jetzt aber hier anstatt so eine Grenze machen, fangen an von Lennon McCartney machen. Oder? Und sie gehen mit einzelnen Bäumen, mit einzelnen Wiesli da rein. Und sie gehen mit einzelnen Bäumen da raus. Nicht nur so einen gestuften Wald, wie das heute Förster modern findet und so, sondern eine wirkliche neue Zone, wo sie da eine neue Zone überkommen, die kann meandrieren, die dynamisch ist. Da kommen sie etwa in 40 Meter kommen sie eine Waldrandzone über, wo weder Feld noch Wald ist. Und dort haben sie 50 bis 60 Vogelarten. Und die singen am schönsten. Die am schönsten singen, sind dort. Die haben die vielfältigsten Federli. Die haben irgendwelche Brutverhalten, wo sie hinterst durch ein Siphon ins Nest hineingehen oder ich weiss nicht was alles. Das heisst, die Natur läuft zu Hochform auf dort, wo sich etwas trifft, wo nicht zusammengehört. Verstehen Sie? Das ist Beziehungsarbeit. Sehen Sie? Sehen Sie? Das ist Beziehungsarbeit. Denken Sie an ein Korallenriff.
Korallenriff, was ist ein Korallenriff? Wer schon einmal irgendwo war, Sharm el-Sheikh oder Malediven oder weiss der Teufel, sind wir ja alle schon mal gewesen. Mit dem Taucherbrüllen, 1 Meter unter Wasser, da sehen Sie das ganze Farbenmeer mit Fischli, die Sie zum Teil noch nie jemand entdeckt hat. Auf 2 Meter, kleinstem Raum, die grösste Vielfalt. Unheimlich stabile Räume, wahnsinnig Vielfalt. Das heisst, an dieser Grenze zwischen Luft, Wasser und Land, oder? Findet nachher ein Waldrand statt. Denken Sie an eine Beziehung, oder? Mann und Frau, oder Mann und Mann. Eine Freundschaft oder eine Beziehung. Die können Sie betonieren mit einem Waldrand. Dann haben Sie einen Ziestig-Hässig-Vertrag. Sie haben einen Geld-Heibring-Vertrag. Sie haben einen Wer-Kocht-Vertrag. Sie haben einen Beischlaf-Vertrag. Das ist eine Katastrophe! Ist eine Katastrophe. Aber wenn Sie es fertig bringen, in den Beziehungen so anzufangen, dass etwas zwischendrin entsteht. Dass etwas entsteht, das nicht wäre, wenn nicht die zwei Menschen miteinander eine Beziehung führen. Völlig neu, völlig absolut frei sind. Etwas miteinander, nicht bemustert, sondern völlig neu. Dann entsteht etwas absolut Neues, das noch nie sein kann. Und was braucht ein Kind, wenn es auf die Welt kommt? Eine Beziehung. Es braucht weder einen Beischlafvertrag, noch irgendwie weiss nicht was, sondern es braucht einfach eine faire, gute Beziehung. Das Kind interessiert es einen Scheiss, ob Papi und Mami miteinander ins Bett gehen oder wie. Hat mich nie interessiert. Ich kann es mir nicht mal vorstellen. Pfui. Aber was ich brauche, was Kinder brauchen, ist eine tragfähige Beziehung, eine faire Beziehung. Ob man miteinander zusammenlebt oder nicht, ist gar nicht wichtig. Eine faire Beziehung, wo der eine der andere achtet und ein Zwischenraum entsteht. Weil Kinder tun das entwickeln, was sie sind, aufgrund von Zwischenraumvertrauen. Und wenn dieser Zwischenraum nicht hebt, gute Nacht um 6 Uhr. So, und das ist natürlich jetzt ganz spannend, zum Schauen zu sagen, ja, also, es könnte ja sein, dass der Zwischenraum, der Zwischenraum, oder? Dass der entscheidend ist, dass der Mensch eigentlich der Zwischenraum ist. In dem Ganzen. Weil, wissen Sie, was Zwischenraum heisst auf Lateinisch? Inter esse. Interesse. Interesse. Interesse, Empathie, Zuneigung, Empathie, nicht bemustert, sondern offen für etwas völlig Neues. Das ist der Zwischenraum. Das ist das, was wir zu tun haben auf der Welt, wenn wir unsere Aufgabe spielen, wie der Wolf seine Aufgabe spielt im Yellowstone Park. Empathie entwickeln. Parsifal, ich weiß nicht, ob Sie den Parsifal kennen. 20 Jahre müssen irre, bis er endlich im Schloss ihnen die richtige Frage stellt und sagt, Onkel, wo tut's dir weh? Und vorher hat er Angst gehabt, die Frage gestellt, hat gesagt, oh, ich muss anständig sein. Hat müssen, eine Runde nach der anderen, 20 Jahre lang das Leben müssen suchen, bis er überfähig war. Fähig war, im Moment die richtige Frage zu stellen, die nur auf Empathie beruht. Bedingungslose Empathie. Auf nichts anderem. Wo eigentlich gar keine Frage ist, sondern ein Zustand. Oder? Und das ist, wenn wir das anschauen, denke ich, ist das eine Frage in dem Moment, wo wir gegenüber dem Leben müssen entwickeln müssen. Wir müssen gegenüber dem Leben entwickeln und dann fangen wir zum Beispiel an, Tier und Pflanze als Wesen anzuschauen. Und nicht als, sagen wir, ja, die Pflanze muss halt irgendwie in der Erde stehen, dann geht es ihr gut und im Wasser geht es ihr nicht so gut. Und eine Kuh muss 1,70 m auf 1,20 m haben, oder? Und so weiter. Sondern dann muss man fragen, liebe Kuh, liebe Säule, liebes Häsli, wenn ich dich schon in die Pfanne tue, was willst du im Leben? Was hast du wollen? Was ist dein Beitrag als Ganze? Was ist dein Beitrag als Lied? Und das wäre eigentlich wesensgerecht und nicht artgerecht. Oder? Wesensgerecht heisst, du hast eine Aufgabe.
Und die Aufgabe, die müssen wir ihm geben. Zum Beispiel wäre doch die Aufgabe, gefressen zu werden. Sie lachen. Aber 95% aller Mäuse, die die Natur produziert, haben den Auftrag, gefressen zu werden. Im Ganzen. Sie haben doch dann. Wir müssen doch schämen. Die Frage ist nur, geben wir ihm die Aufgabe bewusst? Oder sagen wir einfach, ja, also eigentlich, man sollte mehr Vegetarier haben auf der Welt und so. Und wir essen zu viel Fleisch und wir haben alle ein bisschen Angst vor dem Untergang und so. Und wir sind jetzt ein bisschen gut Menschen und so. Nein, warum kann man nicht aus Freude Fleisch essen? Aus Freude Pflanzen essen? Weil Pflanzen gar nicht so ein Problem haben mit Sterben. Wie wir. Wenn wir von unseren Mustern wegkommen. Eine Pflanze, die sich hingibt. Es gibt einen bestimmten Moment, wo die Pflanze mit Freude sich wieder hingibt und sagt, bis gut, alle Schädlinge der Welt kommen zu mir und machen mich wieder zu Kompost, heim zu Mama. Oder? Der Mensch hat das früher auch mal können. Die Eskimo sind die alten Leute aus den Sippen raus, gehen sterben, gegen raus, um nicht... Wie ein Bienen macht das auch im Stock, geht raus sterben, dass kein Abfall da ist. Also das heisst, das Vertrauen ins Ganze hinein, warum dürfen wir die Stoffe, die wir kochen, die Kräuter, die sie haben, die Dinge, die sie haben, die geben sich hinein. Und bauen sie zu denen eine Beziehung auf. Weil die haben darauf gewartet. Mensch, was machst du mit uns? Und das ist nicht irgendwie, sonst könnte man ja anfangen, irgendwie Stein raffeln. Das Stein könnte man auch noch kommen, oder? Auch dort ist es eben anders. Das heisst also, fangen Sie an, eine Beziehung zu führen. Und ich kann Ihnen nur an meinem Lieblingstier, der Kuh, erzählen, was das zum Beispiel heisst. Was hat zum Beispiel die Kuh ausgelöst, indem sie mit dem Mensch zusammen sich domestiziert hat? Jedes Tier, und heute sind die Ethnologen, streiten sich darum, hat der Mensch den Wolf geändert und den Hund genommen oder hat sich der Wolf freiwillig einem Mensch angenähert? Und man geht heute immer mehr davon aus, es ist die zweite, das zweite ist richtig. Das heisst, man hat, eigentlich ist der Wolf zum Mensch gekommen und hat mit ihm etwas gemacht. Zum Beispiel hat die Kuh dazu beigetragen, dass der Mensch sesshaft werden kann. Weil bevor dass der Mensch die Kuh hatte, hat er die Kleinwiederkäuer, er hat Geissen und er hat Schafe. Und mit denen musste er ziehen. Weil wenn ein Schaf am gleichen Ort frisst, dann kommt es relativ schnell Parasiten über und wird krank. Darum muss es immer ziehen. Das Schaf sollte nur etwa einmal pro Jahr am gleichen Ort fressen. Und dann sollte es wandern und dann einmal am Jahr wieder kommen. Und sonst kommt es Bodenparasiten kommt es über. Oder? Weil das Schaf ja einfach so veranlagt ist, dass es immer... Es frisst so tief ab, weil sie immer sozial aufpassen muss, wo sind meine Kollegen. Und das Schaf, wenn es am Fressen ist, sagt immer, ja, das ist gut, gell, das ist gut, das ist auch gut, Anna, gell, das ist gut. Machen wir einen Schritt. Ja, kommen wir, machen wir einen Schritt. 1, 2, 3 und dann machen sie einen Schritt miteinander. Das ist Schaf, oder? Geiss macht etwas, und darum frisst das Schaf zu tief ab und dann nimmt sie zu viele Bodenparasiten auf. Bei der Geiss ist es ganz anders. Geiss, tun Sie mal einen Geiss, ein Geiss an einen Strick anbinden und sagen, du darfst da rundherum fressen. Was macht sie, Geiss? Sie ist so mit dem Strick und frisst genau dort, wo sie so herkommt. Und das Brettchen, wo sie so knapp rüberkommt, frisst. Und wenn man dann denkt, ah, du liebe Geiss, du willst sicher noch ein längeres Strickchen haben, dann machen wir den Strickchen 5 Meter länger. Und wenn sie einen Hag machen, dann geht Geiss mit dem Kopf durch und geht genau durch den Hag durch, fressen das Blättchen, das sie gerade so knapp über. Und wenn sie einen Baum frisst, dann hat der Baum Blätter bis am Boden, aber das interessiert sie einen Scheiß, sondern dort, wo sie auf die Fächer kann stehen und so und die Löcher so heben. Und das Blättchen, das sie gerade noch verwünscht, das nimmt sie. Das heisst, Geiss können sie auch nicht am gleichen Ort haben. Geht nicht. Und die Kuh ist genau in der Mitte. Das heisst, die Kuh hat genau das Introvertierte und Extrovertierte von der Geiss und vom Schaf hat sie eigentlich in der Mitte gehabt. Und durch das hat sie am Mensch können ermöglichen, schiessen und fressen am gleichen Ort und du kannst dort bleiben. Und was hat der Mensch? Es ist Frieden eingekehrt. Es fängt jetzt wieder etwas anders an. Weil ein Hag um etwas herum machen, einen Standort und dort bleiben, das ist das Geschenk der Kuh.
das kann man auch missdeuten, dass man sagt, die Schweiz ist vom Ausland umzingelt. Verstehen Sie? Da können Sie Initiativen machen zur Abschaffung vom Ausland. Und da können Sie alle drei Jahre eine Nachfolgeinitiative machen, weil der hure Bundesrat das Ausland immer noch nicht abgeschafft hat. Das ist auch gut. Aber man könnte sagen, ich bin zufrieden mit dem, was ich habe. Ich muss nicht am Nachbarn sagen, du hast besser. Geist geht am Nachbarn. Paff! Oder? Tag, Pfeilenbogen, fort, tschüss, ich nehme dein Land auch noch. Das ist Geist. Die Schäfli kommen miteinander und dann dürfen wir auch noch herkommen. Aber. Verstehen Sie? Das heisst, die Frage ist, wie könnte man jetzt auf eine neue Art zum Beispiel das Geschenk von der Kuh in einer modernen Landwirtschaft wieder aufnehmen? Und dann hat man das Wesen von der Kuh wirklich miteinander entwickelt. Und dann würde etwas Neues entstehen, würde eine ganz neue Landwirtschaftspolitik entstehen. Weil dann würde man der Kuh zum Beispiel kein Konzentrat mehr füttern, weil die Kuh ist grasfütterig und Konzentrat und Mehlfutter ist sie denkbar schlecht. Das ist nicht ihr Röschow. Und nicht ihre Spezialität, sondern sie kann Gras verwerten. Und man würde auf die Kuh hören und sagen, was können wir mit dir zusammen machen? Aber heute, wenn sie heute in eine Landwirtschaftsschule gehen, dann sagen sie, ja, wir müssen lieb sein zu den Kühen. Die Kuh braucht Wasser, die Kuh braucht Trinken, die Kuh braucht Luft, die Kuh braucht Licht, die Kuh braucht Ruhe und die Kuh braucht Bewegung. Und das alles können wir in Richtlinie fassen. Jetzt muss ich Ihnen sagen, ja, was ist denn eine Bakterie? Eine Bakterie braucht Wasser, eine Bakterie braucht Fressen, eine Bakterie braucht Luft, braucht Licht, braucht Bewegung und braucht Ruhe. Ist noch kein Unterschied. Keine Subvention. Jetzt hören Sie auf mit den Subventionen. Wissen Sie, welches Beispiel das ich dann immer bringe? Es gibt sicher noch Zeiten, wo man dann Bakterien auch noch Subventionen bekommen. So im Zeitalter von Bauern müssen jetzt Unternehmer sein und so, müssen jetzt noch neue Bakterien züchten. Aber wenn ich den Subventionsvorwurf höre als Bauer, kommt mir irgendein Folgendes in den Sinn. Mein Arzt hat feste Preise vom Staat. Der Staat hilft ihm zusätzlich meinem Arzt noch, um dass ich das Geld jeden Tag auf die Seite tue, dass ich dann auch die Rechnung zahlen kann, wenn ich es mal brauche. Und wenn ein Arzt 2 Millionen verdient, mit festen Preisen vom Staat, vorgegebenen Leistungskatalog und alles zusammen, sagt man, leck, ist das ein guter, zu dem gehe ich auch. Und wenn ein Bauer 40'000 Stutz verdient, dann sagt man, jetzt lange es nicht bei die Huren Subventioniererei. Warum ist das so? Weil das keinen Wert hat, was ich Ihnen da erzähle. Bis jetzt in der Gesellschaft hat Beziehungsarbeit zum Leben keinen Wert mehr. Hat keinen Wert. Genauso wie wenig Wert hat zum Beispiel ein Kind gebären. Einen Kaffee zur richtigen Zeit in eine Gruppe Menschen hineinbringen, dass sie es schön haben. Hat eigentlich keinen Wert. Leben fördern hat keinen Wert. Leben kontrollieren hat in unserer Gesellschaft einen grossen Wert. Leben fördern hat keinen Wert. Pflanzen hat keinen Wert. Kommt niemand auf die Idee, zu sagen, Pflanzen muss man irgendwie fragen, wenn man etwas mit ihr macht. Nur weil sie kein Egoist ist. Weil eine Pflanze lebt, indem sie sich schenkt. Das hat keinen Wert in unserer Gesellschaft. Kein Egoist sein hat keinen Wert. Wir sind da noch nicht am Ende ganz von unserer moralischen Entwicklung. Oder? Und das zeigt sich alles an der Wertlosigkeit von so Sachen wie Gastronomie, sage ich jetzt, und Landwirtschaft. Und in dem Moment kommt der grosse Wert über, wenn man manipulieren kann, wenn man penetrieren kann, wenn man neu zusammenstellen kann, wenn man irgendwie so machen kann. Aber einfach gute Stimmung. Vielleicht ein Glas Wasser ist vielleicht wichtiger für das, was eigentlich zwischendrin ist. Für den Waldrand. Kein Wert. Das müssen wir zurückerobern. Schauen Sie, Pflanzen, kann ich nur ein Beispiel sagen. Wenn eine Weizenpflanze wächst, dann wächst sie etwa in einem Monat so hoch, wenn sie nicht abgespritzt wird. Etwa so hoch.
Weil der Weizen ist dazu trainiert, dass er mit der Ähre möglichst weit weg ab vom Boden. Weil jeden Zentimeter am Boden braucht er weniger Pilz, kommt weniger Pilz vom Boden. Und sonst, müssen wir, wenn er weiter unten ist, muss man immer ein bisschen Pilzgift spritzen, weil die Bakterien vom Boden meinen, der Pilz, dass oben sei noch Boden. Und dann gehen sie halt in Weizen rein. Und darum muss man dann ein Chemielabor machen auf dieser Ebene, um den Weizen schön pilzfrei zu halten bis zum Schluss. Darum muss er, macht er einen langen Halmen. Wenn er so einen langen Halmen macht, macht er unten ein Wurzelsystem. Er wächst also in einem Monat, so vom 3. 4. April, jetzt kommt es dann wieder, bis etwa 3. 4. Mai wächst er so ein Stück, ein Halmen, so ein Stück. Im Boden hinein wächst der Weizen, können Sie sich vorstellen, wie viele Meter neue Wurzeln pro Tag? Was meinen Sie? Ein Meter mehr. Pro Tag mehr. Andere Zahl? Mehr als 3 Meter. Nächste Zahl? Mehr als 10 Meter. Pro Tag neue Haarwurzeln. Jede Pflanze, jeder Weizen, der oben wächst. Noch eine nächste Zahl? Wir sind bei 10 Meter. Ein Kilometer? Mehr. 10 Kilometer? Mehr. 89 Kilometer pro Tag wächst eine Weizenpflanze Haarwurzeln an pro Tag. Sie nachlesen in meinem Buch mit Quellenangabe vom Wissenschaftler, der das nachgemessen hat. Ich weiß nicht genau, wie er es gemacht hat. Wenn Sie, das heisst, an der Spitze von dieser Haarwurzel, von dieser Pflanze, die wir meinen, man kann einfach so irgendwie manipulieren, oder? An der Spitze von der Haarwurzel finden Sie heute die gleichen Substanzen wie in den Nervenganglien. Aber zum Boden. Und das Nerven, das, die 89 Kilometer Haarwurzel, oder? Die sind also nicht, das ist nicht eins lang, oder? Sonst gehen Sie ja von Zürich auf Olten und dort kommt irgendwie unter dem Hauptbahnhof das Problem. Nein, sondern es sind ganz viele, oder? Das sagt ununterbrochen, gehe ich da durch. Weil wenn da etwas faul fliegt, dann geht es rundum. Dann finden Sie einen weißen Strahl von Wurzeln rundum und ein totes Käferl im Boden. Das heisst, Sie sagen, geht da oben, ah, jetzt kann ich wieder gut, geht wieder zurück. Das heisst, Sie haben 89 Kilometer, alle hundertstel Sekunden, fragt die Pflanze im Boden, gehe ich da durch. Das ist eine Kugel von Bewusstsein im Boden, bei jeder Pflanze, wo nachher Brot daraus entsteht. Wo nachher bei ihnen auf dem Schragen liegt. Wo sich ihnen hergibt und sagt, mach etwas Gutes mit mir, mein lieber Mensch. Mach deine Aufgabe gut. Verstehen Sie? Haben Sie noch eine Frage? Weil es ist Viertel vor. Sonst würde ich... Wenn Sie jetzt noch eine Frage haben, kann ich noch 3 Minuten Fragen beantworten und nachher muss ich zum letzten Teil von meiner Präsentation gehen und das ist ein Lied, das ich Ihnen vorsinge. Aber eine Frage hätte ich noch gern. Ja? Spüre die Pflanze Ihrer Meinung, wenn der Mensch dankbar ist, wenn er es erntet und wenn er es verarbeitet? Spüre Pflanze. Dankbar ist und lieb ist, wenn es verarbeitet und erntet. Ich bin überzeugt. Man kennt heute sogar Gene, wo wenn sie Pflanzen streicheln, fangen sie ihren Duft an zu entwickeln, wachsen anders und so weiter. Also ohne Esoteriker zu sein, gibt es da noch ganz ein grosses Feld, das heute anfängt. Man weiss heute zum Teil, dass Pflanzen ihre Spaltöffnung am Morgen mit dem Vogelgesang koordinieren. Wenn Sie sich den Vogelgesang vorstellen, ist das ja ein Konzert, das einmal in 24 Stunden um die Welt geht. Immer wenn die Sonne aufgeht. Sehen Sie, die Welt wird massiert von einem Konzert. Und der Karajan ist der Bauer, der an dem Ort eine gute Landschaft hat, dass möglichst viele Vögel hat, hoffentlich. Oder? Möglichst Vielfalt, wo das Lennon-McCartney-Konzert im Wald und im Feld kann entwickeln kann. Und Sie, die das nachher kochen können und das umsetzen. Ich bin überzeugt, dass Pflanzen, aber fragen Sie mich nicht wie. Es ist, man weiss aber, dass sie reagieren. Aber ob das Gespüren ist, weil unter Gespüren verstehen wir Gespüren und ich merke, dass ich Gespüre.
Und das kann man bei Tieren kann man das messen, indem sie wirklich Schmerzen oder Hormone oder Oxytocin, zum Beispiel eine Kuh tut ein Spannungshormon aussenden in dem Moment, wenn man sie melkt. Und darum sind nicht die Bauern in die Kühe verliebt, sondern die Kühe sind alle in die Bauern verliebt. Das ist ja so. Und er hat die Verantwortung, die Liebe anzunehmen und nicht zu sagen, weil sie sind in ihn verliebt. Und wenn sie ihn sehen, tun sie schon an Spannungshormone ausscheiden. Weil er ist Kalb. Ja, es ist doch so. Und er hat 12 Stunden darauf gewartet, dass es endlich kommt und nimmt aus der Mitte von meinem Körper 39 Grad warmes Wasser, 15 mit noch ein bisschen Fett drin, mit 15, und ich gebe dir das und wird gross und dick und gehe in die Welt. Das ist cool, oder? Und die Inder haben gesagt, der Brahma hat den Menschen Kuh mit auf die Reise gegeben, dass sie den Himmel nicht vergessen. Was heisst Himmel? Himmel heisst Harmonie. Du bist beschützt, lieber Mensch, so alt du Kuh hast. Darum hast du bleiben mit deren am gleichen Ort. Versteht ihr? Und das ist Geschichte. Und nicht unbedingt die Frage, ob die Kuh ein Hörnchen hat oder nicht. Klar, sollte sie Hörner haben, das ist wieder eine andere Geschichte. Aber verstehen Sie, was ich meine? Wir müssen das anfangen. Wir müssen in eine neue Dimension von Beziehungen eintreten. Weil Beziehung ist das, was wir als Zwischenraum können. Wenn Sie sämtliche Vorderextremitäten von allen Säugetieren auf den Computer tun, als Umriss, und Sie geben dem Computer den Auftrag, das arithmetische Mittel zu finden, von der Delfinflosse, der Reh-Vorderteil, dem Pferdehuf, der Hundepfote, was immer. Kommen Sie auf das. Was da? Das ist das Nicht-Spezifische, das ist der Zwischenraum der Tiere. Das ist der Zwischenraum, das ist die Autonomiemöglichkeit, das ist die Freiheitsmöglichkeit. Und die Freiheit heisst Verantwortung. Heisst Verantwortung. Und für das haben wir etwa noch 1000 Jahre Zeit, um die zu machen. Ich bin gar nicht der Meinung, dass die Welt untergeht. Darf ich mein Lied spielen? Selber suchen und das Beste draus nehmen.
nehmen. Doch kann ich nichts jammern, habe einen fortschrittlichen Stall. 1,70 mal 1,20, aber das habe ich auf jeden Fall. Das Leben ist nicht so gefährlich, ich habe dafür ein bisschen dumpf. Statt schön auf die Hörner, ein ausbrennter Stumpf. Oh, dunkler bin böse, träume ich vor mich ein und frage mich dann heimlich, ist das echt schon gewesen? So tue ich mein Schicksal einem Mensch übergeben. Er macht sicher das Beste draus, sonst würde er es nicht nehmen. Doch bevor ich dann gehe, schreibt euch hinter die Toren, ohne ihr fort vor dem Leben sind wir alle verloren. Doch bevor ich dann gehe, schreibt euch.